In unserer Hörspielreihe Hörspiel hören Sie heute das Hörspiel Der verklebte Fuchs von Hardy Manuel Häusermann und Renate Ringschiss von der Angstmund Martinez. Es ist Nacht. Ein Buschard fliegt mit Frau und Kindern westwärts. Eine Schnake schält sich aus dem Unterholz und sagt dem Tag Adieu. In der Waldpension zum schlauen Fuchs sitzt Ronny Becher, der schwerreichste Industriellen schon Wuppertals. Er überlegt, den Wald zu kaufen, um dort ein riesiges Erotikzentrum zu... Schnitt, bitte nicht reinlachen in meinen Text, danke. Einstieg nach Wuppertal, mein Zeichen gilt für mich selbst, Schnitt und... Er überlegt, den Wald zu kaufen, um dort ein riesiges Erotikzentrum zu errichten. Kostenpunkt mehrere Milliarden. Ihm gegenüber, mit Skepsis im Gesicht, der Förster Rudi Rudimann und seine von einer 1,5 Meter großen Hasenscharte verunstaltete Tochter Renate Rudimann. Bitte kurz Pause, weil mir der Kiefer wehtut, danke. So, Band läuft, Tonmeister, danke. Mein Zeichen gilt. Für mich selbst, ohne Atmen einsteigen, Silenzium im Studium. Bitte, bitte, Herr Schauspieler. Danke. Und Ruhe, bitte, wieder, absolute Ruhe. Ja, sie ist aus mir herausgeplatzt, wegen der Nervosität. Danke. Angespannte Situation. Schnitt. Der deutsche Großindustrielle tritt übertrieben großspurig auf. Pass mal auf, du Waldscheißer, ich kack dich zu mit Knete. Rudi Rudimann weiß dem nichts zu entgegnen. Hilflos blickt er seine Tochter Renate Rudimann an, die allerdings aufgrund ihrer extremen Hasenscharte nur Geräusche hervorzubringen vermag, die eher unheimlich sind, als dass sie der Diskussion förderlich wären. Ronny Becher, der alles hat, aber keine gute Kinderstube, beleidigt die Försterstochter so sehr, dass sie in ein plötzliches Schockkoma fällt. Maul halten, du hässliche Hasenschartenschnepfe! Die Stimmung ist zum Zerreißen gespannt in der guten Stube der Waldpension zum schlauen Fuchs. Wird das verlockende Geld siegen oder der Umweltschnitt? Oder der Umweltschutzgedank Schnitt? Ein schwieriges Wort, danke, bitte Ruhe, noch einmal Einstieg. Ohne Atem, danke, bitte, Herr Schauspieler, nicht. Ruhe, danke, Silenzium. Wird das verlockende Geld siegen oder der Umweltschutzgedanke? Schnitt. Bitte. Bitte Ruhe von Schauspielerseite. Absolute, ich bitte. Bin auch nervös. Mein Zeichen gilt. Wird das verlockende Geld siegen oder der Umweltschutz gedacht? Wenn wir vielleicht ein anderes Wort. Nein. Noch einmal versuche ich es. Silenzium. Mein Zeichen gilt, danke. Wird das verlockende Geld... Schnitt. Nee. Wird das verlockende Geld siegen oder der Umweltschutzgedanke, den Rudi Rudimann unermüdlich ins Treffen führen will? Oh Mensch, die Bäume und die Käfer. Was sollen denn die in Erotikzentrum? Eine schallende Ohrfeige beendet die Diskussion und der gedemütigte Förster unterschreibt die Kaufverträge. Schnitt mit ohne Geräusche. Sofort beginnen die Bauarbeiten und nach wenigen Minuten schon ruckzuck ist der Wald nicht wiederzuerkennen. Ein riesiges Erotikzentrum raubt den Tieren ihren Lebensraum und nimmt der Natur viel von ihrem Charme. Der Förster
Vater tauscht den Jagdanzug gegen einen Reinigungsanzug und muss fortan in den Solo-Kabinen. Schnitt, mein Fehler. Bitte von Schauspielerseite nicht in den Text reinlachen. Bitte Ruhe. Alle an einem Strang ziehen, bitte auch von technischer Seite. Danke. Schnitt, mein Zeichen gilt, bitte, Herr Schauspieler. Der Förster tauscht den Jagdanzug gegen einen Reinigungsanzug und muss fortan in den Solo-Kabinen. Das Schnitt. Schnitt, bitteschön. Absolute Ruhe im Studio. Noch einmal nehmen wir uns zusammen, danke. Schnitt. Der Förster tauscht den Jagdanzug gegen einen Reinigungsanzug und muss fortan in den Solo-Kabinen das achtlos Hingewichste wegwischen. Traurig tritt er ans Krankenbett seiner rekonvaleszenten Schnitt. Schnitt bitte. Ja. Danke, ich glaube, es geht jetzt. Traurig tritt er ans Krankenbett seinen Drecks. Bitte. Schnitt. Traurig tritt er ans Krankenbett seiner Rekonvaleszenz. Heute ist sehr schwierig. Schnitt, mein Zeichen gilt, ohne Atem, danke. Und Ruhe. Traurig tritt er ans Bett der Krankenschwester. Nein, wieder Schnitt, noch einmal. Traurig tritt er ans Krankenbett seiner rekonvaleszenten Haschenschartentochter. Ach, Renate, der ganze Wald ist voll gewichst. Die Füchse haben Wichse im Fell und auch die Kuckucke haben ein ganz verklebtes Federkleid. So abartig ist es, wenn der Mensch mit seiner Profitgier jegliches Idyll zerstört. Das war in unserer Hörspielreihe Hörspiel, das Hörspiel der verklebte Fuchs von Hadi Manuel Häusermann und Renate Ringschiss von der Angstmund Martinez. Der Ruf des Komikers ist schon noch demütigen. Demütigen. Deswegen bin ich kein Komiker, sondern Literat. Und ich bin Pianist. Und ich habe jetzt aber auch kurz aufgehört zu schreiben, weil ich kann ja nicht jeden Tag einen Bestseller schreiben. Irgendwann muss ich auch was essen. Natürlich. Ne? Aber ich möchte trotzdem jetzt vielleicht einen kleinen Auszug meines literarischen Schaffens wieder feilbieten und dich gerne bitten, Dieter, wenn du vielleicht mich musikalisch unterstützen ich würdest. Ich habe dabei extra ein neues Lied einstudiert diesmal, weil du hast mir gesagt, dass ich das schon langweilt, dass ich immer das Gleiche spiele. Ja. Und ich hoffe, es gefällt dir. Ja. Höre bitte zu und ich höre dir dann auch zu. Okay, es ist ein bisschen auch eine obszöne Geschichte und gewalttätig. Aber nichtsdestotrotz künstlerisch. Gefällt dir mein Spiel? Ja, schön. Als er im Kaufhaus in der Bettenabteilung Kaffee trank und die Leichtathletik und Porno-Illustrierte Die Latte durchblätterte, klopfte ihm plötzlich von hinten jemand ins Gesicht. Verzeihen Sie, sagte der Kaufhausdetektiv, das ist meine Latte. Geben Sie sie her, sonst drücke ich Ihnen meine Zehen in die Nase. Die Latte galt unter Leichtathletik und Porno-Interessierten als das Fachblatt schlechthin. Wie immer machte die elegante Mischung den Reiz des Magazins aus. Die Blattphilosophie war 70% Leichtathletiklatten und 30% Männerpenisse. Und in der Mitte jeder Ausgabe ein lebensgroßes Poster eines nackten Leichtathleten im Sprung über 2,04 Meter. Ich werde außerdem mit den Zähnen Ihre linke Brustwarze einen Meter in die Länge ziehen, wenn Sie mir nicht augenblicklich meine Latte geben. Okay, 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 gab der 89-jährige ehemalige Diktator eines dritten Weltlandes klein bei und schob den hochaggressiven Kaufhausdetektiv schnell und ausdauernd die Illustrierte zu. Augenblicklich kehrte Frieden ein in der Bettenabteilung. Der Kaufhausdetektiv klemmte die Zeitschrift Latte zwischen die Beine und hüpfte hörbar glucksend aufs Wasserbett, das daraufhin ebenfalls gluckste. Er nahm einen Schluck Wasser und wusch sich seine Hände im Mund. Mit den nassen Fingern drückte er auf seine Nasenspitze, woraufhin aus seinen Nasenlöchern Flüssigseife kam. Aus seinen Ohren kam heißer Wind, der seine Hände blitzschnell trocknete. Dann erst schlug er seine eigene Latte auf und machte sich gierig über den Leitartikel her.
Lattenrost, lautete die Überschrift. Ein Kommentar über alte Nudisten. Wie der 89-jährige Ex-Despot, der immer noch nackt im Nebenbett lag. Wie der 89-jährige Ex-Despot, der immer noch nackt im Nebenbett lag und von einer zweiten Chance als dritte Weltladendiktator träumte. Gut, gell? Ach, ja, würde doch die ganze Stunde so weitergehen in dieser Qualität. Leider nicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserer Hörspielreihe Hörspiel. Heute hören Sie das Hörspiel Leblos im Ersatzteillager von Benjamin von Rückgrat Knarre und Gundula della Gratnochbrook. Es ist Nacht, Eulen pfeifen. Ein Schnitt. Was? Schnitt vor dem Geräusch, bitte. Geräusch noch einmal, bitte. Ein Auerhahn durchkreuzt das Gelände auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ein Hund bellt von weit. Schnitt. Ein Taschentuch ist zu sehen. Ein Taschenschnitt. Na. Bitte Ruhe. Ein Taschentuch ist zu sehen, das in der Tanne hängt. Man sieht, es ist benutzt. Wem ist es aus der Hand geglitten? Da plötzlich knattert ein alter Ford Capri heran. Am Steuer sitzt Ludwig Rattenbrot, der ehemalige Leiter des inzwischen stillgelegten Förster-Ausbildungszentrums. Schnitt. Bitte absolute Ruhe. Am Steuer sitzt Ludwig Rattenbrot, der ehemalige Leiter des inzwischen stillgelegten Försterausbildungszentrums Weidmannsheil. Aufgeregt läuft er zum Taschentuch. Na prima, da hängt sie ja, meine Schnäuzfahne. Jetzt schnell, Schnäuz und dann zurück ins Ersatzteillager, dass die Chefin nicht so sehr schimpft mit mir, weil ich doch schon so lange weg bin. Puh, da war ja ein Geräusch. Ludwig hat recht. Das Geräusch war der Darmwind einer Försterstochter. Ja, da furzt doch wer? Wer furzt denn da? Ha, ich riech's genau, es ist ein Frauenfurz. Schamig rot gibt sich die Försterstochter zu erkennen. Nach einem ausgiebigen Analverkehr wurde sie im Unterholz vom Förstersohn zurückgelassen. Ihr Mund ist verknebelt. Gott sei Dank kam sie auf die Idee zu furzen. Um Hilfe zu furzen. Ludwig befreit das arme Ding. Da, ich bin der Ludwig Rattenbrot. Ich arbeite drüben im Ersatzteillager. Schnell freunden die beiden sich an und haben ausgedehnten Oralverkehr am Wagendach des Ford Capri, der stiller Zeuge dieser Ausschweifung ist. Trotzdem bringt das Automobil Ludwig und seine Frau in Schnitt. Trotzdem. Schnitt, bitte. Bitte um absolute Ruhe. Trotzdem bringt das. Noch einmal, Schnitt. Trotzdem bringt das Automobil Ludwig und seine Freundin schnell und sicher zum Ersatzteillager, wo die Chefin schon wütend wartet, weil sich Ludwig verspätet hat. Du Drecksau, schon Viertel nach Dünnschiss! Ach komm, Chefin, jetzt richt dich doch mal ab. Im Wald hat jemand um Hilfe gefurzt. Ruhig Blut, Chefin, ne? Sonst kriegst du wieder Herzinfarkt. Kaum spricht Ludwig die Warnung aus, fällt die Chefin um und ist herztot. Die Försterstochter und Ludwig Rattenbrot ziehen die Leblose ins Ersatzteillager. Dort essen sie mexikanische Bohnensuppe und furzen so laut, dass die Feuerwehr kommt. Das war in unserer Reihe Hörspiel, unser Hörspiel Leblos im Ersatzteillager von Benjamin von Rückgrat Knarre und Gundula della Gratnochbrook. Es ist soweit. Der Ekstase Christoph wird jetzt eine Weihnachtsgeschichte vorlesen, die sich gewaschen hat. Und dazu hätte ich ganz gern vom technischen Direktor Vincent vielleicht eine kleine weihnachtliche musikalische Stimmung. Ne? Ja. Wir werden dann gleich zu lesen beginnen. Sobald die weihnachtliche Stimmung aufgebaut worden ist,
Na, du kannst ruhig weiter Zeitung lesen. Oh, was hat die Schneeballschlacht im Garten vorhin Spaß gemacht? Doch irgendwann ist Spiel vorbei. Schluss mit dem fröhlichen Geschrei. Jetzt werden in der guten Stube Keks gebacken. Zieht aus die feuchten Jacken. Die Mädchen kneten Teig. Die Buben trinken Himbeersaft. Und der stille, dicke Onkel Mike hat's wieder nicht zum Klo geschafft. Er hat in dieser heiligen Nacht mal wieder in die Hose gemacht. Doch nicht nur das, bald werden's alle wissen. Der stille, dicke Onkel Mike hat ganz beflissen und sehr gerissen in jedes einzelne Geschenk geschissen. Bei der Bescherung sieht die Familie rot. In jedem Päckchen stinkt des Onkels Kot. Die Kinder weinen, Oma stirbt. Sie hatte es schon lange an den Beinen. Mama versteht die Welt nicht mehr. Sie hatte alles eingepackt. Wie hat der Mike da reingekackt? Wir werden's nie erfahren. Mike nimmt das Geheimnis mit ins Grab. Denn der Papa hat den Mike vor Wut im Garten totgefahren mit dem nagelneuen Saab. Frohe Weihnachten.